Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dovetail Games Eurofishing. Wir sind in der dritten Folge und das heißt, heute gehen wir mal den Buggy Mehrspieler an. Ich habe mir leider nichts Neues kaufen können, weil ich heute nicht gespielt habe. Meine Erkältung ist noch da, beziehungsweise sogar schlimmer geworden, aber ich hoffe, dass das jetzt irgendwie geht und ich nicht so viel husten werde. Aber erstmal klicken wir auf Multiplayer und gucken uns das hier an. Wir können also das Spiel finden oder hosten. Oder ein Match mit Freunden hosten. Da ich keine Freunde habe, müssen wir entweder selber eins hosten oder eins finden. Wir klicken auf finden, dann kann ich euch wenigstens mal den Bug zeigen. Wahrscheinlich wird es jetzt sogar laufen, aber ich glaube nicht, denn bei 90% der Fälle fängt man nix. Aber das steht auch im Forum schon, also da haben sie das auch schon geschrieben, dass das wohl buggy ist mit dem Rodpot. Und wir sind hier an dem See, an dem wir letztes Mal schon Karpfen geangelt haben. Also werden wir diesmal wieder Karpfen fangen. Nice, nice. Dann gehen wir mal zu der Stelle und hoffen, dass hier noch Plätzchen frei ist für uns. Jawohl, das sieht gut aus. Und dann begeben wir uns mal hier zur Stelle, schreiben einmal Hi, der Nettigkeit halber. Und dann sprinten wir mal schnell da rum. Und schauen, dass wir uns den Platz hier sichern. Aber ich sehe hier weit und breit keinen anderen, also haben wir nicht gute Chancen. So, schnell mal den Platz gesichert. Habe ich jetzt auch mal eine richtige Route mit? Ich glaube schon. Jo, das passt soweit. Dann kann man kurz gucken. Hier sehen wir schon, er hier ist Host und er hat halt 63 Kilo. Er hat zwar 20 Kilo, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass er tatsächlich die Angel in der Hand hat. So wie wir das gleich auch machen werden. Und erstmal bestücken wir hier die Route. Mit Boily. Und werfen die mal wieder dahin. Beim Multiplayer hat man auch mal so ein Mini-Lag beim Auswerfen. Oh, das war jetzt dumm, weil das Problem haben wir jetzt auch noch. Wenn wir das erstmal hier quasi E drücken, haben wir zwar die Route in der Hand, aber wir können die nicht auf unseren Rodbot hier legen, weil wir zu weit wegstehen. Deshalb müssen wir immer noch ein bisschen nochmal neu laufen. So, Route 2 in die Hand. Nehmen wir mal mit Mais, damit wir sehen, dass das auch nicht am Köder liegt. Den letzten Mal mit dem Mais auch was gefangen. Die Route liegt auch und dann nehmen wir die dritte. Und die werden wir mal auch mit Boily bestücken, glaube ich. Und dann werfen wir die mal dahin. So. Und da sehen wir schon, er schreibt auch schon einen nach dem anderen mit einer Route. Das ist leider tatsächlich so. Und wir warten jetzt hier auf den Biss. Aber ich sehe hier auch keine Fischaktivität, was mir jetzt auch ein bisschen verwundert. 8.26 Uhr. Na gut. Warten wir halt mal ab, was da passieren wird. Aber wenn wir das jetzt schon mit den anderen Videos vergleichen, da hätten wir schon mal nicht alle drei Routen ins Wasser bekommen, ohne einen Biss zu bekommen. Und hier warten wir jetzt tatsächlich, dass da irgendwas passiert. Oh, da ist sogar ein Fisch gewesen. Der ist irgendwo links von uns gesprungen. Und das scheint nicht so der beste Spot zu sein, wie man das hier den Anschein macht. Da kommt nicht mal ein Biss. Also auch das klappt anscheinend nicht immer im Multiplayer oder der Spot ist halt einfach scheiße. Ah, jetzt kommt der Biss. Also tatsächlich nur auf der Route, die wir in der Hand halten. Mal kurz die Bremse etwas höher stellen wieder. Und dann den Karpfen reinholen. Ich kann gleich nochmal gerne das Gewässer wechseln oder wie lange geht das? Also es geht sowieso nur noch 45 Sekunden. Vielleicht kommt danach ein anderes Gewässer. Also man kann ja auch so verschiedene Zeiten einstellen. 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, Stunde, was weiß ich wie lange.
Das geht alles hier im Multiplayer. Aber ob wir den jetzt hier noch rauskriegen, bevor die Zeit abläuft, das ist natürlich jetzt die Frage. Ich kann ihn mal versuchen zu cashern, aber damit er... Ja, genau, dann zieht er nämlich ab. Aber ich habe nur noch 20 Sekunden, also allzu viel Zeit haben wir hier nicht mehr. Man kann auch die Zeit durchaus auf unendlich stellen. Dann kann man den Multiplayer hier frei angeln. Aber den kriegen wir tatsächlich nicht mehr raus. Das war jetzt ein bisschen blöd, dass wir hier kurz vorm Ablauf der Zeit gejoint sind. Den dürfen wir nämlich auch nicht mehr zu Ende fischen. Da sehen wir ein Schwimmen, aber rauskriegen tun wir den nicht mehr. Das heißt, wir warten jetzt ein bisschen ab, bis wir sehen, was hier als nächstes auf der Map kommt. Ob der die Map wechselt. Ich kann hier nichts mehr machen, aber jetzt geht's hier weiter. Und jetzt muss er die neue Map auswählen. Das heißt, spätestens 1.50 geht's weiter. Also bis jetzt ist das Spiel eigentlich ganz nice. Wenn die das noch fixen würden mit dem Multiplayer, dann wird es auf jeden Fall noch mehr Spaß machen. Aber ich finde, die sollten trotzdem allgemein das bisschen runtersetzen mit dem Bissen. Gerade wenn man mit drei Routen angelt, ist das schon Stress pur. Okay, der Host hat geleaved. Dann hoste ich halt meins, damit wir dann sehen, dass es anders ist. Ist jetzt hier mein Spiel gecrashed? Nein, ist es nicht. So, wenn ich jetzt eins hosten würde, machen wir das einfach mal. Match-Einstellungen. Tageszeit machen wir mal etwas länger. 2 Stunden zufällig. Angelkoffer 2, 20 Minuten. Die werden wir zwar nicht mehr ganz zu Ende machen, aber trotzdem möchte ich das so einstellen. Klicken, um es anzuwenden. Da haben wir sogar den hier von gerade wieder drauf. See auswählen wollen wir natürlich auch noch. Und wir gehen mal. Da gibt es Karpfen und Welse. Da gibt es auch. Wir gehen mal nach Spanien. Auf Spanien habe ich gerade Bock. Vielleicht erwischen wir sogar einen Wels. Gucken wir uns das mal an. Auch wenn wir den wahrscheinlich nicht aus dem Wasser kriegen werden. Aber die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Und wir gehen mal schnell hier zu dem Spot. Denn ich möchte gerne am Staudamm direkt angeln. Soweit kenne ich die Map schon. Also sprinten wir da mal schnell hin. Und sichern uns hier den Platz. Denn jetzt können wir eh mit 3 Routen angeln. So, diesmal direkt nach vorne laufen. 4er Haken kann ich sogar nehmen. Mache ich mal. Wobei kann ich den nicht... Ah, ne, der ist größer. Gucken wir mal, ob wir einen Wels rauskriegen. Er angelt auch hier gegenüber von mir. Die Route werfe ich auf jeden Fall mal Richtung Damm. Hat schon mal geklappt. Liegt auch auf Schlamm, das ist schon mal gut. Dann packen wir auch noch einen Boilie dran, damit wir die Chance auf den Wels haben. Hier sehen wir auch schon über die Fische aufsteigen. Boah, der Wurf war natürlich nix. Das ist teilweise echt extrem am Ruckeln im Multiplayer. Auch wenn ich Host bin, aber beim Auswerfen ist das irgendwie immer am Ruckeln. Ich habe gerade Frame Drops, das ist nicht feierlich. Ich weiß nicht warum. Ich habe im Hintergrund eigentlich nichts am Laufen. Aber irgendwie scheint vielleicht hier einfach zu laggen oder so. Mache ich die jetzt mit Mais? Könnte ich eigentlich. Ja, ich kann ihn nicht gescheit auswerfen. Das ist einfach Schitte gerade ein bisschen. Weiß ich nicht, warum ich hier so die krassen Probleme habe. Das Spiel läuft sowieso nur auf 30 Frames. Ich weiß nicht warum, ob das irgendwie beschränkt ist darauf oder so. Aber mehr als 30 kriege ich irgendwie nicht hin. Das scheint tatsächlich blockiert zu sein. Und da drüben, er kriegt schon mal einen Biss. Und wir haben ja auch einen. Aber auch wieder an unserer Handroute. Was eigentlich schon komisch ist. Aber vielleicht stehen die auch nicht so auf Boilies. Das kann natürlich auch sein, aber wir gucken jetzt erstmal hier, was wir hier an Land ziehen werden. Die Bremse geht auf jeden Fall. Aber ich denke mal nicht, dass es ein Wels ist, weil wir den jetzt hier mit Mais gefangen haben. Der See ist auch sehr tief, also obwohl wir das Fisch immer da hinten sehen. Oh, jetzt kriegen wir noch ein bisschen auf die 2. Also der Boilie hat auch zugeschlagen. Fisch hängt.
Aber erstmal müssen wir den hier ausdrillen. Und dann hoffen wir mal, dass das da gleich ein Wels ist, den wir da rausziehen werden. Auch wenn es vielleicht nur ein kleiner ist. Aber wenn wir Pech haben, wird das hier gar nichts, bis wir fertig sind. Er da drüben hat auf jeden Fall einen gefangen. 4,5 Kilo. Also vermutlich auch ein Karpfen. Ich muss auch auf jeden Fall mal die Mausempfindlichkeit hier höher stellen. Oder zumindest gucken, ob das geht. Weil ich hier meine Maus fürs Pumpen über das gesamte Mauspad bewegen muss. Das wäre auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, wenn das gehen würde. Aber ich glaube, den hier kriegen wir nicht mal raus, bevor der andere nicht vom Haken ist. Ja, da ist er nämlich weg. Egal, dann packen wir hier gleich auch einen Body drauf. Und versuchen das nochmal. Aber erstmal müssen wir den natürlich ausdrillen, der will irgendwie nicht. Wir kriegen ihn noch nicht vom Grund hoch, ich glaube, jetzt kommt er. Ja, jetzt hat er verloren. Dann cachern wir den mal, ich sehe ihn leider noch nicht. Aber jetzt, ja, die Ansicht ist natürlich auch nice. Das hat man manchmal auch, so ein Bug, dass man überhaupt nichts sieht. Mirror Carp, 8,4 Kilo ist der Stuhl davor, deshalb haben wir den. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Macht aber nichts. Ich werde das erstmal. Wobei, nee, ich werde das erstmal nicht. Erstmal laufe ich jetzt hier irgendwo hin. Wo ich das auch. Ah, aber ich kann eigentlich nichts wohin laufen, so wirklich. Ohne weit, zu weit weg zu sein. Aber erstmal packe ich hier wieder einen Boily dran. Und werf mal die Route aus. Ja, erstmal nach hinten. Das mit dem Ruckler ist echt der letzte Rotz. Da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Weil egal, ob ich hoste oder nicht, beim Auswerfen habe ich immer so einen Mikroruckler. Okay, ich komme auf jeden Fall auch ans Rodpot hier dran. Dann nehmen wir mal die zwei in der Hand. Und werfen die auch mal schnell wieder aus. Bei ihm da drüben, da piekt tatsächlich auch der Bissanzeiger. Ja, der hat auch einen dran, also das scheint bei ihm wohl zu klappen. Komischerweise. Und wir haben auch einen an der 3. Dann holen wir schnell mal den Angel wieder rein. Und drill den erstmal aus. Denn das ist unser erster Fisch, den wir hier mit einem Boily fangen. Und da haben wir auch durchaus Chancen, dass das vielleicht ein Wels sein könnte. Gibt natürlich noch andere Boilies, die habe ich ja schon gekauft, aber natürlich wieder nicht eingepackt in meiner weisen Voraussicht. Also müssen wir mal gucken, dass wir auf den Boily jetzt hier einen dran bekommen. Gibt natürlich noch größere Boilies und auch größere Haken. Womit wir dann vielleicht die Chancen auf Wels erhöhen. Da steht leider nicht, für welche Fische die Köder sind. Zumindest bei den meisten nicht. Bei manchen steht das wohl, aber bei manchen dann auch wieder nicht. Deshalb ist das manchmal ein Rätselraten. Also bei Tigernüssen zum Beispiel steht, dass das ausschließlich für Karpfen ist. Zumindest sollen die von Karpfen zumindest halt bevorzugt werden und von anderen Fischen vermieden werden. Ob das in echt so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe wohl schon gehört, dass man damit Karpfen fangen kann mit Tigernüssen. Dass das sogar ein sehr guter Köder dafür sein soll. Aber ob man damit jetzt keine Beifänge hat, weil die anderen Fische die nicht mögen, das weiß ich nicht. Vielleicht weiß ja einer von euch mehr. Und dann könnt ihr mich gerne aufklären. Dann habe ich mal wieder was gelernt. Aber den hier kriegen wir erstmal nicht hoch. Also wir sind schon in der Tiefe, 4 Meter. Der klebt jetzt quasi am Grund und wir können uns den nicht bewegen. Ich werde mir auch definitiv bald die stärkere Schnur nehmen. Es gibt auch eine Schnur, die ist für Fische über 20 Kilo, eine geflochtene. Die werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Gerade wenn man hier an diesen Gewässern angelt, wo dann teilweise größere Karpfen sind. Dann noch eine stärkere Rute und Rolle. Und dann sollten wir die eigentlich easy drillen können. Weil so kriege ich nicht wirklich viel Druck drauf. Ah, wir sehen schon, bei dem Erdebacker, bei dem läuft es nicht so. Mag daran liegen, dass es tatsächlich am Multiplayer bei ihm scheitert und er das Rodpot verwendet. Aber wir haben hier erstmal den nächsten Karpfen am Start. Gucken wir mal. Diesmal sehen wir ihn auch. Mal wieder ein schöner Spiegelkarpfen, muss ich mal kurz den Chat ausmachen, der ist sogar so leicht rötlich, oder es liegt jetzt einfach an der
Sonneneinstrahlung. Das ist mir auch aufgefallen, dass die Fische nie gleich aussehen. Na, der hat jetzt zum Beispiel so einen rötlichen Ton. Dann die Schuppen, die sind teilweise anders. Der hat jetzt auf dem Rücken, aber manchmal hat der auch auf der Seite oder mehrere Reihen. Das haben die auf jeden Fall richtig schön gemacht, dass die Fische nicht immer gleich aussehen. Jeder Fisch hier quasi ein individuelles Model. Ich weiß nicht, ob die das tatsächlich so random gemacht haben oder irgendwie da fünf verschiedene reingepackt haben, damit man denkt, ja, okay, die sehen alle anders aus. Aber auf jeden Fall ein nettes Gimmick. Und wir packen mal einen größeren Haken drauf, würde ich sagen. Wobei der für Schlamm ist. Haben wir gerade den Schlamm geworfen? Ich erinnere mich nicht mehr, aber ich werde es einfach nochmal raushauen. Da haben wir auf Schlamm. Und bei der Route am Damm scheint tatsächlich nichts zu gehen. Also der Spot scheint beschissen zu sein. Den hauen wir auch nochmal raus. Zack. Da ist auch irgendwo Kies, glaube ich. Irgendwann piept jetzt hier. Alter, ich habe die eins tatsächlich auf die Mauer geworfen. Ist das mein Ernst? Wie kommt. Sorry. Wie kommt die denn jetzt da hoch? Ich habe die. Hä, aber die war doch im. Alter, war die vorher echt nicht im Wasser? Ja, dann hole ich lieber nochmal ganz ein. Und werf die nochmal neu aus. Weil ich hätte schwören können, dass ich die besser platziert habe. Den auch mit einem größeren 4. Dann machen wir den auch mal auf 8. Dann haben wir den da hinten auf 4. Und die beiden hier auf 8. Da ist die Fischaktivität. Und da zieht auf jeden Fall einen ab von uns. Das müsste die 3 sein. Und 3 ist doch die mit dem großen Haken, oder? Also gucken wir mal, was da jetzt dran hängt. Oh ja, ich glaube, der ist nicht so klein. Ja, jetzt kommt natürlich auf die andere Route auch noch der Biss. Damit müssen wir ins Leben. Wir werden jetzt erstmal versuchen, den hier auszudrillen. Und gucken, was wir da gehakt haben. Auf jeden Fall kann ich nicht viel kurbeln, ohne dass ich viel Spannung drauf bekomme. Das wird ein spannender Drill, glaube ich. Wenn der einmal fliegt, dann haben wir den, glaube ich, mal längster Zeit gehabt. Aber ich werde mich bemühen, dass wir den rauskriegen. Vielleicht haben wir da tatsächlich den ersten Wels. Ah, auf die 1 bekommen wir den Biss. Boah, komm. Ist nicht ganz so leicht, wenn man die Bremse nicht hört. Vor allem habe ich jetzt das Problem, dass ich gerade Fishing Planet gespielt habe. Und da ist die Route, das Handling, genau invertiert. Mit hoch und runter. Und hier ist es. Also bei Fishing Planet ist das, glaube ich, nicht invertiert. Und hier ist das invertiert. Auf jeden Fall ist das bei beiden Spielen halt genau entgegengesetzt. Und da komme ich dann immer teilweise durcheinander. Aber ich glaube, jetzt können wir den hier ein bisschen, naja, ranziehen, nicht wirklich, aber zumindest kommt er ein bisschen näher zu uns. Das wäre natürlich nice, wenn wir direkt den Wels hier rausziehen würden. Also auf das Welsangeln hier habe ich eigentlich am meisten Bock. Aber dafür haben wir noch nicht das richtige Equipment. Ich habe sowas, wie gesagt, schon mal hier eingefangen und auch an dem anderen Lake schon durchaus den Wels rausziehen können. Aber hier gibt es ja auch die Bossfische und die wiegen dann bis zu 100 Pfund, glaube ich. Und den möchte ich ungern mit so einer Rute hier drillen. Der auf 1 ist auf jeden Fall ganz schön lange dran. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man die auf den Rodpot legt und die Bremse dann wieder geringer einstellt, die länger dran bleiben, als wenn man die jetzt hier bei 24 lassen würde oder so. Aber jetzt geht er wieder nach unten. Ich dachte, der kommt jetzt nach oben hier. Ja, komm, bleib hier, mein Freund. Ich hoffe, wir kriegen ihn noch, bevor die Zeit abläuft. Nicht, dass er sich jetzt hier nicht ausdrillen lässt und wir den nicht bekommen. Ja, deshalb ist Multiplayer auf Zeit halt ein bisschen scheiße. Ich hätte das vielleicht einfach auslassen sollen. Weil man dann teilweise Fische nicht ausdrillen kann.
Aber noch haben wir 7 Minuten Zeit, also habe ich noch Hoffnung. Wenn die hier mal bald kommen würde. Scheint auf jeden Fall was ordentlich Dickes zu sein. Und die 1, die will auch nicht loslassen. Ich würde den hier mal gerne zu Gesicht bekommen zumindest. Damit ich weiß, womit ich jetzt da zu tun habe. Ah, ich bin ja am Pumpen und am Pumpen. Und nichts passiert. Der kommt nicht vom Grund hoch. Kriegen wir einfach keinen Druck aufgebaut auf den Fisch. Ja, also Viererhaken war, glaube ich, nicht die beste Idee, die ich hatte im Leben. Aber irgendwann muss er doch müde werden, da kann doch nicht wahr sein. Der ist quasi die ganze Zeit vor unseren Füßen, aber rauskommen will der nicht. Boah, jetzt geht er wieder raus auf 11 Meter. Komm doch jetzt hier mal ran, mein Freund. Na, ich glaube, wir haben auf jeden Fall das richtige Equipment am Start. Damit richten wir in Null aus. Das heißt, ich muss auf jeden Fall die Sachen neu kaufen, weil so hat das hier wenig Sinn, wenn wir tatsächlich mal so was Dickes haken. Erstaunlich, dass der Einser so lange am Haken ist. Aber den hier, ob wir den tatsächlich noch rauskriegen in den 5 Minuten. Ich habe jetzt ernsthaft langsam Zweifel daran, weil da tut sich absolut gar nichts. Weder vor noch zurück. Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was wir hier gehakt haben. Jetzt kommt er hoch. Gibt er jetzt auf. 4 Meter noch. Tatsächlich einen riesen Monsterkarpfen haben wir da gehakt. Holla die Waldfee. Kescher doch. Okay, ich glaube, der ist noch nicht nah genug. Aber viel näher kriege ich hier noch nicht. Da bewegt sich nämlich gar nichts. So, hier vielleicht. Kescher auspacken. Und dann haben wir ihn. Was ein Brummerviech. Leute, der passt nicht mal aufs Bild, so groß ist der. Alter Schwede, was ein Kampf. 28,22 Kilo. Und das ist tatsächlich ein Bossfisch. Norax haben wir gerade gefangen. Was ein Riesenmonster. Holla die Waldfee. Das war mal ein Fight. Boah. Richtig geil auf jeden Fall. So macht das Spiel Spaß. Also den hätten wir vielleicht auch mit einem normalen Route nicht bekommen. Und ich guck mal, ob ich den Einser jetzt irgendwie ausdrillen kann. Auf jeden Fall lange dran geblieben. Kurz mal die Schnur hier ranholen. Vielleicht kriegen wir den noch ran. Das war auf jeden Fall ein ordentlicher Brummer. Boah. 28 Kilo oder was der hatte. Nicht schlecht. Und den können wir jetzt, glaube ich, einfach reinziehen. Der müsste soweit fertig sein mit seinem Kampf. Ja, und auch das ist ein Karpfen, glaube ich. Aber nicht ganz so groß. Ja, auch das ist ein Karpfen. Oh, der ist aber schwarz. Auch nicht schlecht. Also wie ihr seht, tatsächlich hier die Models alle anders. Common Carp in schwarz. Also richtig große Auswahl heute. Das ist ja Wahnsinn. 8,9 Kilo auch nicht schlecht, aber natürlich kein Vergleich zu dem 28 Kilo Karpfen. Also der 50 Pfünder ist geknackt, Leute. Richtig nice. Boah, ich bin immer noch unter Adrenalin von dem Fang. Das ist ja Wahnsinn. Dass wir da hier direkt mal rausziehen in der Aufnahme. Wahrscheinlich sind die sogar richtig selten. Oder sind auch einfach mich mega oft. Und ich glaube einfach, dass ich was Seltenes gefangen habe. Aber von der Illusion leben wir natürlich. Also auf jeden Fall hier schon mal schönen schwarzen Karpfen und den Bosskarpfen gefangen. Richtig nice. 2 Minuten haben wir noch Zeit. Ich glaube, da kriegen wir keinen mehr raus. Deshalb würde ich sagen, machen wir hier Feierabend an der Stelle.
Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht in der nächsten Folge den Wels bekommen oder ob ich mir vielleicht mal die Herausforderung angucke, damit wir die auch mal gesehen haben. Mal schauen. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf den Wels. Den müssen wir noch rausziehen. Aber dazu werde ich mir natürlich auch erstmal richtiges Equipment kaufen, mal ein bisschen stärkere Schnur, damit wir nicht hier wieder so rumhampeln müssen wie mit dem gerade. Das aber alles dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch Petri Heil und bis zum nächsten Mal.